Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele, Ball, Freundinnen und Freunde. Das ist die Ausgabe für Freitag. Ja, es ist noch kühl, aber am Wochenende soll es 19 Grad warm werden. Ich mag es noch gar nicht richtig glauben. Was ist mir denn heute so alles in die Finger geraten? Jens Lehmann, ja, er hat sich mal wieder geäußert. Diesmal über Ralf Rangnick. Und er hat Bedeutungsschwangeres gesagt. Wer in den ersten 50, 60 Jahren seines Lebens nichts gewonnen hat, ja, da stimmt was nicht. Auch wenn er Hoffenheim und Leipzig mit viel, viel Geld nach oben gebracht hat. Ich habe auch in den ersten 50, 60 Jahren nichts gewonnen. Also wie soll das bei mir enden? Jens, was sind das für Aussagen? So, dann Jürgen Klopp. Er kann nicht alles gewinnen, er kann nicht alles schaffen, der Zauberer. Sie haben verloren gegen Everton das Derby 0-2 und damit ist die Meisterschaft wohl auch futsch. Schade für Jürgen Klopp, wäre ein großer Abschied gewesen mit dem Premier League-Titel, aber daraus wird jetzt nichts mehr, wahrscheinlich jedenfalls. Trotzdem, das Denkmal ist gebaut, in allen Herzen ist er hundertfach tätowiert. Das finde ich übrigens eine schlimme Vorstellung, wenn Menschen, also dein Gesicht oder mein Gesicht oder auch das Gesicht von Jürgen Klopp, sich irgendwo hin tätowieren lassen. Ich weiß nicht. Mich würde das schockieren. Also es zieht sich deine Frau abends aus und hat dann auf dem rechten Schulterblatt Jürgen Klopp. Ja, ist das erotisch? Ich weiß es nicht. Soll es aber alles geben. Bitte, ich bin tolerant. Jedem das Seine. Ihr habt es mitbekommen, ich war in Luxemburg unterwegs ein paar Tage. Luxemburg ist knapp in der EM-Qualifikation gescheitert gegen Georgien, die ja teilnehmen an der Europameisterschaft. Und ich habe die Kinder da mal gefragt, wer ist der beste Fußballer der Welt, Messi oder Ronaldo? 99% dort Ronaldo. Warum? Weil ganz viele portugiesische Wurzeln haben. So einfach ist das. Ich habe das mal aufgenommen heute für euch oder gestern für euch. Wenn die Kinder meinen Buchtitel rappen, also dieses Locke bleibt am Ball, das ist immer eine große Freude. Und hört euch die 28 Sekunden mal an. Aber Vorsicht, am Ende wird es laut. Sehr laut. Locke bleibt am Ball. Das geht genau so. Achtung. Locke, Locke, Locke bleibt am Ball. Locke, Locke. Locke bleibt am Ball. Jetzt bitte ihr. Locke. Locke. Locke bleibt am Ball. Locke. Locke. Locke bleibt am Ball. Locke. Locke. Locke bleibt am Ball. Und noch einmal ganz laut. Jetzt. Locke. Locke. Locke bleibt am Ball. Ja. Leichter Dialekt dabei, ne? Weil die haben ja diese Luxemburger Sprache inne. Und das war ganz interessant. Ich habe Interviews mit den Kindern gemacht und habe sie gefragt, was lernt ihr nicht so gerne in der Schule? Deutsch, haben ganz viele gesagt. Und was lernt ihr gerne? Französisch, haben ganz viele gesagt. Weiß nicht, was ich davon halten soll. So, dann noch ein großer und wichtiger Hinweis. Martin, bitte einblenden. Es ist kein so ganz glückliches Foto, aber so ist das manchmal. Tom Bartels und Uli Potowski am Vatertag in Ostwestfalen. Mit Spargel, mit Geschichten, mit allem drum und dran. Und es geht los um 18 Uhr. Also wenn ihr Spaß habt, die Adresse und so weiter, die könnt ihr da aus dieser kleinen Einblendung entnehmen. Und soweit ich weiß, gibt es auch noch ein paar Plätze für dieses unfassbare Event. Ich habe immer ein bisschen Angst, Vatertag, 18 Uhr, sind die dann alle schon sternhagelvoll? Ich kann das immer leicht so in Frage stellen, weil ich in meinem Leben noch keinen Tropfen Alkohol getrunken habe. Deswegen, ja, es ist aber kein Verdienst. Wer damit umgehen kann, bitteschön. So, wir sehen uns auf jeden Fall wieder bei Herz, Seele, Ball. Heute am Freitagabend im Sportmuseum in Köln. Da gibt es mit Wolfgang Niedecken und ich weiß nicht mit wem noch eine kleine Podiumsdiskussion, freue ich mich drauf. Dann geht es weiter nach Freiburg. Freiburg gegen Wolfsburg, auch kein unwichtiges Spiel. Und Sonntagabend in der alten Drahtzieherei in Wipperfürth. 52, ein Jahrgang, zwei Leben mit Wolfgang Bosbach und mir. Ja, und dann am Montag auf einer Zeche, wie es sich gehört, in Gelsenkirchen. Mein Freund Carsten Kulawik stellt dieses wunderbare Buch vor. Ich habe da jetzt gerade schon mal reingeblättert, bin auf Seite 23 und kann nur sagen, Klartext, absolut lesenswert. Rudi Assauer, Macher der Herzen. Herz, Seele, Ball.
der Podcast mit Herz. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.